Reise, klar vor Achtern, Unhens an Deck. Ahoi! Maritim und gesellig ging es im Jahn-Gymnasium zu. Bernd Sachse, Bürgermeister von Lübeck und Vormann des Hansebundes, lud zum Lübecker Abend. Ich begrüße alle zugleich im Namen der Frau Stadtpräsidentin, Frau Kreske, der Frau Kultursenatorin Annette Borz und der ganzen Lübecker Delegation. An den unterschiedlichsten Orten der Stadt fand das Kulturprogramm statt. Ob Solokünstler im alten Lokschuppen, Orgelkonzert oder großes Chor- und Orchesterkonzert in der St. Marienkirche. Kulturell gab es keine Grenzen. Die größte Party zum Hansetag stieg im Park des Friedens. Viele Stars bot die Freiberger Prinzenparty. Die Da Rookies, eine der bekanntesten Breakdance-Formationen, zeigen ihr Können. Mit dabei auch die Gruppe Jump 47, bevor die Prinzen und Texas Lightning als Headliner von den Fans gefeiert wurden. Monarchie in Germany ist keine Illusion. Monarchie in Germany, da freut sich die Nation. Holland hat die Beatrix, jedoch wir Deutschen haben nix. Karl Gustav weiß, dass alle Schweden über ihren König reden. In London pilgert man zur Queen, nach sowas suchst du in Berlin. Der Spanier weiß, der wahre Boss sitzt auf dem Thron. Liebe Salzwedler und Salzwedlerinnen, wir schicken von Texas Lightning an euch ganz viele liebe Grüße und freuen uns sehr, sehr auf euer Stadt. An jedem Tag wurde in den Straßen der Stadt bis spät in die Nacht gefeiert. Auch abends und nachts gab es Musikprogramm auf den Bühnen. Oder die spektakuläre Feuershow Tales of Fire auf dem Mittelaltermarkt.